Hallo und herzlich willkommen bei Stefans LP und Alien Isolation. Hoppala, jetzt bin ich gerade mit der Hand hängen geblieben am Kabel. Ist das nicht wieder lustig? Ja, zuletzt waren wir hier auf der Anesidora und Marlo hat uns, ja, hier so ein Facehugger entgegengeschickt, den ich dann doch ein bisschen gegrillt habe. Da, den da. Kann man den auch sezieren? Scheiß Dinger, ey. Ja, wenn eins auf Viech an Bord ist, dann ist mit Sicherheit noch eins an Bord und Nierenschälchen liegt ja auch noch rum. Ach ja, lesen wollten wir, weil lesen bildet, ne? Ja, dann gucken wir mal. Sevastopol, Log 543374. Komische Geräusche im Hintergrund. Ach, das ist die Musik. Ja, stimmt. Ich hatte ja Musik angemacht. Was auch immer sich an Foster gehaftet hat, ist tot. Ja, habe ich gesehen. Es lag neben ihrem Bett auf dem Boden, eingerollt wie eine Spinne. Foster sagt, ihr geht es gut. Aber ich habe sie trotzdem in den Hyperschlaf geschickt. Das Dingrohr da hinter mir. Das Ding muss irgendwas getan haben. Vielleicht kann ich den Prozess verlangsamen. Sevastopol ist die nächstgelegene Station. Interessante Musik. Ich werde sie zur Untersuchung hinbringen. Es könnte ein Problem mit der Quarantäne geben. Aber der Nostromo-Flugschrauber öffnet uns vielleicht die Tür. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Anesidora-Ruf. Anesidora, hier spricht Marshall Waits auf der Sevastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich spiele ich hier Fußball mit dem Karton? Kann man das? Sevastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess und ich kann die Sicherheit außer ja, hätte er sie mal nicht an Bord gelassen. Aber in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstreckenshuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sevastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. Waits wollte selber auch noch was davon haben. Da geht's nicht long. Und da geht's auch nicht long. Dadi. Ah, wir haben ja eine Anzeige, wo wir hin dürfen. Ein Sensor. Okay. Ein wenig mehr Beleuchtung, bitte. Mein Gott, ist ein Schiff verwinkelt. Verwinkelt bis zum geht nicht mehr. Eine Leuchtfackel. Ach, Kinders, ich habe so viele Leuchtfackeln. Ich finde auch ständig eine beschissene Leuchtfackel. Und würde sie ganz gerne. Achso, X drücken zum Aktivieren und dann zum Werfen. So, jetzt kann ich auch mal wieder eine neue nehmen. Okay. Hier alles rum. Das Schiff ist nicht mehr ganz stabil. Ich habe sie auf Sevastopol gebracht, habe alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Hab ich. Eins habe ich schon vernichtet. Weg zu gehen. Jede Spur kann sich verwischen, alle Anzeichen zerstören, die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Denn sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Schnaps. Sensor. Ja, eigentlich ist das ja eine verdammt clevere Idee, ne? Dafür zu... Ich randaliere hier aber auch rum. Wie ist das denn hier wahr? Randalieren! Der hat aber auch alles zugeschlossen hier. Nee, das ist eigentlich eine sehr clevere Idee. Wo ist es? Da ist es. Das da und das komische Kapitel hier. Würde ich aber persönlich gesehen genauso machen. Hey. Alien? Hier ist kein Alien. Oh, eine subkutane Impfpistole. Das ist wirklich selten. Da geht's, Boiler. Bindemittel. Was liegt da? Ein Sensor.
pieps, pieps, pieps. Eine große Krankenstation auf der hier. Ich höre einen Speicherpunkt. Das hört sich sehr gut an. Aber wir haben hier Srot. Speichern. Zack. Ja. Schreibt mir mal in den Kommentaren, wie ihr bis jetzt das Let's Play gefunden habt. Lob und Kritik. Zumindest über Lob würde ich mich besonders freuen. Kritik, okay, nicht immer erfreulich, aber ich bin ja auch ein bisschen kritikfähig, ne? Und ja, schauen wir mal, ne? Und ja, vergesst nicht, was ist das denn? Noch ein Atomreaktor? Vergesst bitte nicht, abonniert mich auch. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren. Likes auch gerne. Empfehlungen bitte auch. Was ist das? Kein Strom. Mal wieder Sensoren voll. Oh ja, eine Sprengkapsel. Erstmal oben, bevor ich hier irgendwas mache. Was? Was soll ich machen? Hier ist kein Strom. Wartungsterminal hacken. Ich glaube, ich soll das tatsächlich machen. Aber hier war noch, genau. Dann kann ich jetzt zumindest den Sensor noch mitnehmen, ne? Ein Ladungsdeck. Ja gut, dann Flugschreiberdaten angucken. Ob wir da was erfahren? Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Ach, mein Schiff. Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben, wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Macht ihr keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Okay. Ja, ich hab's ja verstanden. End Message. Oder Message End. Oh, Mami hat uns geschrieben. Oh Gott. Na, der hat damit nicht viel zu tun gehabt. Die hat das aber richtig gemacht. Die hat den Nostromo zerstört mit dem Alien drauf. Boom. Oh, Taylor. Und Marlo. Jetzt wissen Sie Bescheid. Was macht der da? Ich werde den Fusionsreaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören. Und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Aber wir wären ja nicht Ripley. Wenn hören wir nicht zu. Was wir müssen das machen nicht tun. Würden. Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Marlo! Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Oh mein Gott. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Er hat es in Gang gesetzt. Taylor, ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult.
Warnung. Was soll ich machen? Fusionsreaktorenüberlastung im Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, U, X. Ich hab's gefunden. Jetzt aber schnell. Schalten Sie die Fusionssysteme ab. Ja. Wir auf den System noch drücken. Ja. Und nun? Okay. Alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf Manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Mach. Was ist es? Oh. Das hört sich nach nicht viel Zeit an. Das und dieses. Und nun? Ups. Nicht RS, sondern LS, bitte. Habe ich es geschafft? Boah. Das war aber knapp. Ich renne ja schon. Ich hoffe, ich laufe den richtigen Weg. Wow. Oh. Scheiße. Ulu. Oh, 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 oh. Zeit für Besichtigungstour. Boah. Zimmer. Ja, Warnung, kritischer Einsturz. Ich muss doch wieder dahin. Oh, ja. Das heißt, ich muss auf die Raumstation zurück. Nicht gut. Da sind ganz viele Aliens. Und nu? Hä? Ricardo! Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Die Torrents ist der einzigste Ausweg. Weh. Finde Ricardo. Ei, Flammenwerfer. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo Sevastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Mhm. Trotzdem noch mal ganz kurz, so halbwegs in Ruhe hier rum. Hier ist nichts, ne? Okay. Nicht zu viel Lärm machen. Also, okay. Ne? Das ein, das in, das Ding und das Ding. Jetzt kommen die Aliens wieder. Jetzt bin ich doch nicht reingegangen.
Radar benutzt. Ich habe da so ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Speicherpunkt wäre jetzt gar nicht verkehrt. Willkommen bei Seeks and Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Oh, eine Elektroschokolade. Speichern wäre schön. Bin ich eine Leiche? Wieso bin ich eine Leiche? Was? Ich will mich jetzt nicht verstecken. Schrott. Mal die mit ihrem Schrott hier. Hallo? Tür geh auf. Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Siegsen ist gerade aufgetaucht. Oh, bewaffnet. Nein. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was meinen die? Die Torrens. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten sie sich von ihnen fern. Die sind gefährlich und verzweifelt. Und wir haben doch hier... Speicherpunkt wäre nicht verkehrt. Da rennen irgendwelche Hi-Pis rum. Ich bin hier schön am Lärm machen. Ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt bin, aber okay. Wo bin ich denn? Aha. Ein paar Sachen unterwegs aufgesammelt und aufgepasst, dass mich niemand sieht. Zu viele Leute mit Waffen auf Sevastopol, die auf alles sofort schießen. Ich habe auch eine, aber ich bin wenigstens nicht verrückt. Hier ist es immerhin abgeschieden und ich bin nah am Terminal. Wenn also tatsächlich irgendwann ein Schiff ankommt, habe ich einen Platz in der ersten Reihe. Na sicher. Klar doch. Ich habe hier ein ganz dumpfes, ungutes Gefühl. Speicherpunkt wäre schön. Wo ist denn Muster? Tür öffnen. Ach, hier bin ich jetzt. Ich weiß, ich kann mich jetzt hier ein bisschen rumschleichen. Aha. Also wenn diese Folge jetzt einen kleinen Tuck länger dauert, liegt das daran, dass ich...
Oh nein, Gummianzug. Gummirobi. Tür verschlossen, das ist doch schon mal etwas. Orbitalstabilisatoren auf 80% und fallend. Und fallend hört sich nicht gesund an. Inventar voll. So, Inventar voll, hier war ich doch schon mal. Irgendjemand wird schon Hilfe schicken. Ja, wo soll ich denn hin? Jetzt bin ich hier. Bin schon ziemlich weit. Ich würde aber ganz gerne speichern. Was war das? Ich kann dich nicht gehen lassen. Echt? So, ich lang. Oh! Blendgranaten werden gebaut. Wenn ich gerade schon mal so viel davon habe. Und so. Scheiße. Ah, Kinders. Ich glaube, wir kommen zum Ende dieser Folge. Den Speicherpunkt haben jetzt. Speichern. Und was das heißt, wisst ihr ja, da wir schon über der Zeit sind. Ja, speichern bitte. Sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Alien Isolation und Stefan's LP. Bis dahin, gehabt euch wohl. Bye bye.